So, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2021. Wir sind im Breaking Point und schauen mal, was im nächsten Kapitel passiert. Und zwar in Großbritannien, Kapitel Nummer 4. So, super. Oh, ein bekannter Anrufer, okay. Hallo? Hey, Kumpel! Wer ist da? Ach, komm schon, ich bin's, Devin. Butler. Genau der. Wer hat dir diese Nummer gegeben? Ist doch egal, hör zu. Ich wollte dir nur einen freundschaftlichen Rat geben. Oh. Das Heimrennen ist immer so eine Sache, weißt du? Mit all dem Druck, den ganzen Fans, die zuschauen, das ist die Hölle. Verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du cool bleibst, wenn du bei der Sache bleibst, überstehst du das schon. Stell dir einfach vor, du bist bei einem anderen Rennen, auf der anderen Seite des Globus. Wenn du es dann vermasselst, ist es nicht so schlimm. Ja, toller Rat. Ich wusste, der wird dir gefallen. Also, viel Glück heute. Versuch einfach, bis ins Ziel zu kommen, okay? Ciao. Ja, dir auch viel Glück. Bis später. So. Na dann. So, Wettervorhersage, es bleibt trocken, das ist das Wichtigste. Und dann gehen wir mal rein ins Rennen. So, während des Rennens, Großbritannien. Ah, scheint wohl irgendwas zu passieren. Ja, noch 7 Runden zu fahren. Copy Aiden, box, box. Verstanden. Let's just minimize the damage. So, geht es gleich los. Also Reifenplatz. Uiuiuiui. Geht ja schon wieder gut los hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Fahrfein Reifenwechsel an die Box. Das machen wir jetzt natürlich auch klar. In 7 Runden, das können wir jetzt nicht mehr aufholen. Wir sind jetzt momentan. Da sind wir momentan 6 von 13 Runden. Ab in die Box damit. Wir verlieren natürlich mega viel Zeit. Und hoffen irgendwie das Beste noch daraus zu machen. Hier kommt schon der Teamkollege, also viel wird da jetzt nicht mehr passieren. Na dann, let's go. Und da ist der Teamkollege, da sind wir natürlich Vettel Team mit der Teamkollege. So, schließt er das Rennen mindestens in den Top 10 ab. Mal gucken. Momentan sind wir 17. Also 7 Autos müssen wir noch überholen. Das ist jetzt unser großes Ziel. Na dann, let's go. Guck, wie weit es doch irgendwie nach vorne geht. Latifi. Den will ich natürlich jetzt kassieren. Der ist Kanadier. Also vorbei an ihm. Und wir gehen auf 16 vor. Hängen jetzt hinter Daniel Ricciardo. So, nächstes Mal nehmen sich Ricciardo und Pierre Gasly. Ist da schon der Ackermann davor? 15, 14, jetzt so auf 13, ja genau, mit Vettel. Das sind die nächste zwei Grüppchen nach den beiden Jungs hier. Ja, ich musste ein bisschen mich jetzt mal raushalten.
Den gab's hier nämlich noch mit direkt. Ja. Vettel und Ackermann sind die nächsten zwei Kandidaten, die wir uns jetzt versuchen zu kassieren. Schon mal dem Kollegen da vorne zeigen. Vettel auf. Du, wir fahren auf Soft, ne? Lustig, dass der Vettel uns jetzt in die Box ins Auto fährt. Und jetzt haben wir den Teamkollege vor uns. Wir gehen auf Platz 12 vor. So, die nächsten beiden sind dann Albon und Butler. Wir haben noch 5 Runden. Schaffen wir das noch hier? Oder wie weit geht's nach vorne? Albon ist der momentan. Ja, da greife ich jetzt natürlich. Da wollte ich jetzt überlegen, ob ich links vorbeigehe, aber geht nicht. Zack, einmal kurz außen vorbei annehmen. Außen an Butler vorbei. Nächster ist Perez, Leclerc und dann könnte schon Norris kommen. So, 4 Runden hier noch in Großbritannien. Lass mal wieder ziehen. Man muss es ja nicht unnötig provozieren. Dann hole ich mir jetzt hier halt. So, die nächsten beiden, wie gesagt, sind Leclerc und Zeit. Und dann wären wir wieder siebter, da wo wir eigentlich gestartet sind in dem Szenario. Und ich will das Rennen hier natürlich so weit wie möglich da vorne abschließen. Na, wir waren noch zu weit weg, um mitzuziehen. Vorbei an Sainz, dann ziehe ich den Norris direkt mit auf der in der nächsten Kurve. Fantastic. Two cars at once. Very well done. Und dann sind wir siebter. Da wo wir gesagt gestartet sind. Linkster wäre jetzt aber nur kommen mit Platz mit der aktuell 13 Sekunden vor. Wir haben noch 3 Runden mehr, das wird nicht werden. Obwohl, sondern die Softreifen funktionieren so besser, so viel besser, dass die vielleicht sogar die noch einholen vielleicht. Überholen, wahrscheinlich schätze ich schwierig ein, aber mal gucken. Sieht nicht so weit raus. Ja gut, die nächsten zwei könnten. Weil Ocon und Norris sind jetzt nicht mehr so mega weit weg. Nochmal, wir fahren die frisch und soft.
So, wie gesagt, dann kommen wir uns gleich dran. Und das ist der Fall, der Norris. Den passt den Kacken, knacken wir noch, packen wir noch. Komm, den packen wir hier uns noch, den Esteban Ocon, der Angriff. Ja, das war jetzt ein bisschen rabiat, aber hat funktioniert. Ja, den fünften, vielleicht sogar den vierten davor noch kriegen wir. Aber dann wird's eng. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Also Treppchen wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber mal gucken. Wie geht das dann? Ich lasse wieder ziehen, weil fand ich assi. Da wollte ich ein bisschen zu schnell vorbei. Und ich gehe wieder an meiner Lieblingskurve innen vorbei. Kann jetzt nämlich die... Hier habe ich nämlich eben Sainz und Leclerc überholt. Und jetzt haben wir uns dann noch ein neues Gold. Also 4,9 Sekunden. Also Podium ist nicht möglich, das ist klar. Aber Platz 4, den will ich noch zumindest haben. Weil der Lance Stroll, den möchte ich mir gerne noch da vorne packen. Den hole ich mir noch. So, nach zwei Siegen in Folge wollen wir natürlich hier zumindest mal noch... Ja, ja, 3,4 Sekunden. Ich hab den ja schon vor mir. Ich hol mir den auch noch in der letzten Runde. Ich hol mir den auch noch in der letzten Runde, den ist toll. Bottas davor ist nicht möglich. Das hole ich nicht in einer Runde. Ich bin zwar fix unterwegs, aber nicht so fix. Happy. So, nächstes 11,5 Double ist wie gesagt das Green. Ne? Verstappen, Hamilton und Walter Bottas sind ja die nächsten, aber das ist halt nicht möglich. Bin zwar wie gesagt schnell unterwegs, aber nicht so schnell. Ja, nein, nein, aber das ist die letzte Runde. Das wird nicht drin sein. Verstappen gewinnt. Und jetzt Bottas ist langsam in der letzten Kurve. Naja, das wird nicht schaffen. Schade. Aber okay. Platz 4. Hier ist es dann am Ende noch geworden. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Was für ein Rennen für den jungen Aiden Jackson. Wenn er so weitermacht, hat er eine lange, vielversprechende Karriere vor sich. Auf jeden Fall. Hier einen Platten zu haben, war sicher sehr ärgerlich. Ja. Wie gut hätte er wohl abschneiden können, wenn das nicht, wenn das nicht gewesen wäre. Ja. Aber er hat trotzdem die Zähne zusammengebissen und ist wieder zurückgekommen. Tolle Vorstellung. Ich will nicht voreilig sein, aber Aiden Jackson von Alfa Romeo scheint besser zu werden. Den sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. So, nach dem Grand Prix von Großbritannien
Wir sind immer noch in Kapitel 4. Nächste Folge haben wir noch Kapitel 5. Aber jetzt gucken wir mal, was passiert. So, Ryan ruft an. Ryan. Ah, Mr. Gesprächsthema Nummer 1 im Pressezimmer. Was meinst du? Ach, komm schon, keine falsche Bescheidenheit. Wovon redest du, Brian? Nach dem Platten dachten alle, das war's für dich. Aber du bist zurückgekommen und in die Punkte. Das meine ich. Freut mich, dass ich jetzt von der Presse bemerkt werde. Ja, gewöhn dich schon mal dran. Du hast übrigens morgen ein paar Interviewtermine. Daher mein Anruf. Alles klar, danke fürs Bescheid sagen. Also nicht so heftig feiern, okay? Nö. Ja, keine Sorge, Brian. Ich werde nur meine Mutter besuchen. Na gut, wie du meinst. Bis später, Brian. So. Gut. Ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber da kommt tatsächlich nichts mehr. Wir sind so durch heute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was passiert.